So, und da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Rufus ist auch da. Und Cletus ist auch da. Und das war jetzt schon die 30. Folge, die wir jetzt letztes Mal aufgenommen haben. Und 30 Folgen schon. Und wir sind noch nicht so richtig weitergekommen. Das macht mir ein bisschen. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass wir hier eventuell. Tja. Dass wir hier nicht so weiterkommen. Naja. Wir gucken erstmal, was wir hier alles haben. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Hier, ich. Können wir was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Okay. Kaffee, Klostein, Zahnpasta. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Tja. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Richtig, der Hunger treibt's rein. Und der Egel wieder raus. Ach, jetzt wiederholen wir das hier mit diesen, was war das denn? Schütterpocken waren das, genau. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Ja, was wir damals im Bose gemacht haben. Und so? Es heißt, man soll sich nach... Aber niemand sagt, kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Yeah. Kaffee, Teppich. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Staubbeutel. Und Staub. Er sieht das ja auch gar nicht, ne? Weil wir drehen das ihm ja jetzt quasi an. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Hier. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Yes. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Na, man kann nicht alles rammen, Rufus. Obwohl, abwarten, ne? So gehen wir mal raus hier. Oho. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist.
Ah, und hier haben wir jetzt den Flyer wieder. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Und da unten ist... Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Oh, was passiert denn jetzt? Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Oh. Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Okay, jetzt gehen wir zurück zum anderen Rufus. Und runter. Therapie. Therapeut. Ich bräuchte noch ein... Schon. Na gut. Ich mach nur die gut. Okay. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Warte mal, nee, wir gehen erstmal zu... Ja. Wir gehen erstmal zu Toni. Die befindet sich hier hinten, glaube ich. Hier sitzt die andere noch. Ah, hier. Ins Cockpit. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Oh, sie ist wieder die Alte. Hey! Was? Boah, ich dachte du... Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein... Cool. Du hast nicht zu... Ich doch nicht. Ruf. Moment, drohender Unterton. Aggressives Gefunkel im Auge. Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder... Das war nicht... Ach, wen interessiert... Hauptsache, es hat geklappt. Irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Okay, wir gehen lieber. Weil... Ich glaube, sonst fangen wir uns noch eine. Jetzt. Moment. Wir müssen uns jetzt einen Strick holen, ne? Also wir nehmen uns jetzt einen Strick. Die einfachste Alternative zum Strickladen. Rezepte für einen Strick, ey. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Oh. Tut mir leid. Ja, da muss man Prioritäten setzen. Krankenkassen, sind natürlich auch in Deponia knapp bei Kasse. Oh, so ein Ministrick. Wem könnte dieser Ministrick denn nur passen? Nun gut. Hier müssen wir in der Redaktion. Pass mal auf. Wir müssen mit Barry reden. Gute Neuigkeiten. Barry. Ich habe ein Motiv. Da.
Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Hier riecht's irgendwie noch nach Popcorn. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. So, jetzt können wir Baby Bozo hoffentlich mal retten. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Nein, wird's nicht. Perfekt. Rufus? Okay. Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ah, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Okay. Gehen wir hier auf die Seite und reden mit dem Jetzt sitzt er in der Falle. Jetzt. Und wer ist jetzt der Klügere? Hm? Du nicht, Rufus. Oh. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Hallo? Schon gut, ich komm ja. Nur nicht runtergucken. Mach das los, Alter! Ich hab's geschafft. Ja, und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ich will das Foto sehen. Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Das Heldenfoto. Ja. Das Heldenfoto. Schön. Schön. Jetzt. Jetzt haben wir doch aber, haben wir jetzt. Ach so. Jetzt müssen wir ihm noch das letzte Bild geben. Und dann können wir mit den Therapiebildern zu Bozo. Baby Bozo haben wir auch dabei. Gehen wir mal raus. Zur Trümmersiedlung. Ich hoffe, da stand Trümmersiedlung. Naja, ist egal. Zur Casa Bozo. Und dann gehen wir hier mal. Vielleicht wollen die es auch gar nicht haben. Hallo? Auf diesem. Der Ich habe Baby Bozo gerettet. Zu seiner Verteidigung. Das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Dann eben nicht. Will denn keiner das Baby haben? Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Können wir es... Wir werden das Baby nicht los, ne? Okay. Baby Bozo? Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder. Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein. Ach komm. Baby Bozo. Okay. Wir machen eine Therapiesitzung. Hey Bozo. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah!
Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein niedliches Vögelein. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Hm. Was hält sie hiervon? Hey, Bozo. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ah! Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Okay. Mal sehen, was sich hiervon hält. Hey, Bozo! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Okay. Dann haben wir es ja eigentlich. Wir haben soweit alle Reaktionen. Okay. Dann müssen wir hier runter. Die Mooks sind auch noch da. Wir müssen zur Therapie. Und dann müssen wir jetzt eine Therapiesitzung abhalten ich eigentlich. Ich bräuchte noch... Schon wieder? Ja, schon wieder. Na gut. Hier. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne. So. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Habt ihr das eben gesehen? Ich finde doch diese Details schön, dass immer ab und zu mal so eine Kakerlake übers Bild läuft und so weiter und so fort. Also, ist schon schön gemacht. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Hä? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Naja, jetzt kommen wir an den Arsenalschrank. Ich würde mal aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil wir haben schon wieder maßlos überzogen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.